Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video für mich. Ja, heute wollte ich euch die technischen Daten des iPhone 5 ein bisschen näher bringen. Apple hat das Ganze ja auf der Keynote vorgestellt und vorweg, der neue Slogan des iPhones lautet: Das Größte, was dem iPhone passieren konnte. Ja, darauf gehen wir näher ein, was das Ganze so bedeuten hat. So, kommen wir jetzt einfach mal zum iPhone. Ja, das iPhone wird ab 679 Euro zu kaufen sein. Und es gibt es natürlich in den Speichergrößen 16 GB, 32 GB und 64 GB, hat sich nichts geändert. Und ja, kommen wir einfach jetzt mal zu dem Chip. Es hat einen A6 Chip eingebaut, das heißt, es gibt bessere Leistungen und das Ding ist flotter. Ja, in den Farben wird es jetzt auch wieder in zwei Farben zu erhalten sein, aber diesmal mit Schwarz-Graphit, also ein Schwarz-Graphit-Hintergrund. Beziehungsweise einen weiß-silbernen Hintergrund. Finde ich ganz nett. Ich würde mich für den schwarzen Graphit-Hintergrund entscheiden, weil der sieht wirklich richtig geil aus. So, von der Größe hat es sich geändert, weil das iPhone 5 jetzt einen 4 Zoll Display hat. Das heißt, es hat sich von der Höhe von 115,2 mm auf 123,8 mm vergrößert. Die Breite ist gleich geblieben. Von der Tiefe, also beziehungsweise von der Dicke, hat es sich verdünnert, von 9,3 mm auf 7,6 mm wurde es dünner und vom Gewicht von 140 Gramm auf 112 Gramm zum Vergleich zum iPhone 4S. Das Retina-Display ist klar, 4 Zoll ist auch klar, eine Diagonale von 10,16 cm, eine Auflösung von 1136x640 Pixeln zum Vergleich des iPhone 4S, 960x640 Pixel. Und das Beste finde ich auch jetzt die neueste Feature, was reingekommen ist, was man schon vom iPad 3 kennt: LTE. Ein Download von 100 Mbits. Ja, ob es in Deutschland so schnell schon verfügbar sein wird, LTE, das bezweifle ich. Und ja, machen wir einfach mal weiter. Ja, eine SIM-Karte. Es wird nicht mehr mit der Micro-SIM gehen, es wird nur noch mit einer Nano-SIM gehen. Einige Anbieter bieten diese Nano-SIM schon an. Wer sich das vorher nicht vorstellen kann, wie groß eine Nano-SIM ist, stellt euch einfach mal vor, bei der Micro-SIM fällt dieser weiße Rand beziehungsweise der Rand um die Platine noch weg. Dann haben wir eine Nano-SIM. So, Siri ist natürlich drin, ist klar. Wir haben jetzt eine EyeSight-Kamera eingebaut. 8 Megapixel, ist klar, hat sich nicht verändert. Autofokus, Fokussieren bei Fingertipp, LED-Blitz, bla bla bla, alles klar. Panorama-Funktion, die kommt neu rein, finde ich ganz nett. Und was mich jetzt wirklich sehr freut, beim neuen iPhone eine 1,2 Megapixel HD Frontcam für das FaceTime-Gespräch. Das hat mir wirklich noch gefehlt beim iPhone 4S, dass vorne halt HD ist, weil vorne ist halt einfach mies die Qualität gewesen. Jetzt endlich beim iPhone 5 eine bessere Kamera drin. Videoanrufe können jetzt auch über das Mobilfunknetz getätigt werden. Vorausgesetzt, man hat halt einen Vertrag, der halt sehr viel MB hat, weil mit 300 MB wäre dann wohl schnell das Datenvolumen aufgebraucht, wenn man die ganze Zeit FaceTime übers Mobilfunknetz führt. Videoaufnahmen sind gleich geblieben und neue Kopfhörer sind dabei, die Apple AirPods. Die sind jetzt so ergonomisch ans Ohr angepasst, finde ich ganz nett. Ja. Die sind jetzt im Lieferumfang enthalten. Der Anschluss hat sich geändert. Es gibt keinen 30-poligen Dock-Connector, sondern einen Lightning-Anschluss. Das sieht so aus wie ein RJ45-Stecker, also so ein LAN-Stecker. So sieht er aus. Falls sich jetzt jemand was fragt, wie man halt da zuhören das iPhone anschließen kann, wenn es halt einen neuen Dock-Anschluss hat, also einen neuen Anschluss. Es gibt jetzt einen Adapter von Lightning auf 30-poligen Dock-Connector. Also da könnt ihr einfach dran stecken, da könnt ihr halt eure Zubehörsachen einfach anschließen. Batterielaufzeit hat sich geändert. Man kann jetzt 8 Stunden mit 3G zum Beispiel im Internet surfen. Standby-Zeit wurde verändert, Wi-Fi-Zeit natürlich auch. Ja, die Preise, naja, 679, wie ich eben schon angesprochen habe, für das 16 GB-Modell, 32 GB-Modell für 789 und das 64 GB-Modell für 899. Ja, das war's eigentlich schon an Neuerungen des iPhone 5. Ja, das Display ist halt größer geworden und LTE, das sind halt die Hauptmerkmale. Und was ich jetzt noch kurz dazu sagen will, dadurch, dass das Display größer geworden ist, fassen jetzt von oben nach unten 5 Apps in eine Reihe, also in den Spalten 5 Apps runter. Und
Das Dumme dran ist, dadurch, dass das Display ja jetzt größer ist, die Apps müssten ja dann hochskaliert werden. Das funktioniert ganz nicht, hat Apple auf der Keynote gesagt. Ältere Apps, die halt nicht auf das Display angepasst sind, auf das neue iPhone, die werden halt unten einen schwarzen Rand haben und oben so einen ganz kleinen, ich denke mal so von 5 mm oben, unten, wenn die da halt einen schwarzen Rand haben. Und halt nur neuere Apps und die Apple Apps an sich halt, wo Apple halt zur Verfügung stellt im Apple Store, also App Store, Entschuldigung, die werden halt auf das neue Display angepasst. Also das heißt, wenn ihr Temple Run spielt, habt ihr oben, unten einen Rand. Nur als Beispiel jetzt. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd, aber was will man machen? So ist es halt. Ja. Das sind halt die Neuerungen des neuen iPhone 5. Ich werde mir es nicht kaufen. Ich habe mir vor ein paar Monaten erst das iPhone 4S zugelegt. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in das neue iPhone. Ihr könnt euch unten in der Videobeschreibung auf apple.com, wenn ihr geht, einfach das iPhone mal ansehen. Ich wollte euch nur das jetzt in einem Video zusammenfassen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonnieren, kommentieren, Daumen ab und ich bin jetzt heraus. Ciao, Leute!